Mahlzeit. So, ich bin jetzt auch nochmal zu meinem Außenstand gefahren. Einfach um hier auch nochmal nach den Bienen zu gucken. Da der Balken zu groß ist, um meine Handyhalterung da festzumachen, werde ich euch wahrscheinlich genau bei der Mini Plus einmal hinstellen. Da habe ich nämlich ein Brett draufgeschraubt, damit die Mini Plus Beute passt. Und dann schwenke ich euch rum und dann gehen wir hier auch einmal durch. Hier ist es tatsächlich sogar noch ein bisschen wärmer. Na, also wir haben hier fast 16 Grad. Na, also sollte kein Problem sein, hier einmal nachzugucken. Also bleibt dran. Fangen wir mit der ersten Beute an. Also ich denke mal, dass hier die Durchsicht genauso schnell geht. Ich werde mich auf jeden Fall beeilen. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass der Ton in Ordnung ist. Also ich habe hier auch wieder meine beiden Schnitte und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Waben drin. Futtertasche ist nur, habe ich einfach nur drin gelassen. Hat jetzt keine Bedeutung. Erste Wabe sehe ich schon komplett voll. Also mindestens 2/3. Nächste Wabe auch. Obwohl die schon ein bisschen, die ist leerer, die ist nur 1/3 voll. Hier oben hin. Ja. Nicht auch so 2 Kilo. Auch so 2 Kilo. Die ist schon ein bisschen voller. Die ist auf also zwischen 2,5 und 3 Kilo tippen. Ist auch noch locker 2/3 bestiftet und ich sehe ein kleines Brutnest mit verdeckelter Brut. Mal schauen, wie das auf der Seite aussieht. Auch ein kleines Brutnest. Ich sehe hier noch ein paar Maden, die hier drauf sind. Hier ist die Königin nicht markiert. Das heißt, das wäre tatsächlich Zufall. Bei der letzten Durchsicht habe ich es einmal gesehen. Aber wäre tatsächlich Zufall, wenn ich sie sehen würde. Aber deswegen bin ich nicht hier. Und solange wie ich noch ein Brutnest habe, ist das alles noch in Ordnung. Aber die ist voll. Das sind locker 3 Kilo. Ein bisschen Pollen. Hier die Seite ist auch noch über die Hälfte voll. Der Seite auch. Würde ich auch ganz locker so auf 3 Kilo tippen. Also wieder zumachen. Im Groben und Ganzen ist das alles tutti. Da ist tatsächlich mein aggressivstes Volk hier. Da habe ich das ganze Jahr über Probleme gehabt. Die habe ich auch vorgemerkt. Um nächstes Jahr hier auf jeden Fall die Königin zu tauschen. Die freuen sich irgendwie, freuen sich schon, wenn ich komme. Die fliegen mich sofort an, egal ob mit Smoker oder nicht. Das ist kein dankbares Volk. Habe ich tatsächlich markiert mit einer Reißnadel, die ich unten an der Beutenwand festgemacht habe. Damit ich hinterher weiß, welche Königin wirklich gut waren und welche ich tauschen möchte. So, kommen wir zu der nächsten. Das ist zum Beispiel, sehe ich schon an meiner Markierung.
Hier ist die Markierung ganz oben, weil ich mit der Königin sehr zufrieden war. Die hat wirklich super lange, tolle Brutfelder angelegt. Und ist sehr pflegeleicht gewesen. Auch wieder 8 Stück, oder? Die 2 Schiede, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Waben. Oder ist eine, die sie ausbauen wollten, sollten. Sehe ich schon, ist. Ja. So die Hälfte auf der Seite auch die Hälfte, sind so 2 Kilo Honig. Merke ich auch, wenn ich so hochhebe. Die erste zähle ich gar nicht mal mit. Ach, das ist voll. Die wiegt auch noch locker 3 Kilo. Drei, 3,5 Kilo wiegt die auf jeden Fall. Die liegen ja so im 2 Kilo Bereich. Auch so im 2 Kilo Bereich. Hier sieht man direkt, die sind schon viel ruhiger als das Volk nebenan. Ja, also hier fliegen viel weniger Bienen auf als bei der ersten Beute, die wir geguckt haben. Also die sind wirklich viel ruhiger. Das ist wirklich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, obwohl die nebeneinander stehen. So, hier haben wir auch. Ah, so 2 Kilo. 2 Kilo bestimmt. Hier haben wir noch das wunderschöne Brutnest immer noch. Maden sind auch noch da. Muss ich einmal schauen. Da ich ja eh ein bisschen blind bin, brauche ich meistens eine Taschenlampe, um da schön reinzugucken. Ich habe tatsächlich auch eine dabei, aber eigentlich kann das scheißegal sein jetzt in dieser Jahreszeit. Ja, schön wäre, wenn sie langsam aus dem Brut gehen, damit wir mit Oxalsäure behandeln können. Die Winterbehandlung. Hier haben wir auch noch ein schönes Brutnest. Hier haben wir schön, wenn man sieht das, hier haben wir noch schön verdeckelte Brut überall. Hier in dem Bereich noch. Da haben wir die Königin. Da läuft die Königin. Ich hoffe, man sieht es. Ich hole die mal ein bisschen näher ran. Ja, wäre schön, wenn ich jetzt selber auch auf meinem Handy gucken könnte. Da läuft die Königin. So. So, und hier haben wir auch nochmal bestimmt 2 Kilo Futter. Also. Schönes Volk und alles in Ordnung. So, bitte wieder auf. So. Schwenken wir jetzt mal um. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir mit der Mini Plus machen. So, fangen wir mit der wieder an. Auch ein super Volk. Ach, sieht man schon, ne? Also das ist das größte Volk. Ist leer. Ja, das sehe ich daran, die habe ich wahrscheinlich nur zwischengeparkt, weil hier nämlich ein Drohnenrahmen ist. Da habe ich einfach nur mit Blech markiert. Oh, die ist voll. Also das sind
locker 3,5 bis 4 Kilo, was da an Futter drin ist. Hier rüber, die ist auch noch brechend voll, sind auch locker 3,5 Kilo. Auch locker 3,5 Kilo. Also 3 Kilo. Und hier sieht man schön, wie sie den Pollen eingetragen haben. Nicht mehr. Also normalerweise wäre die Durchsicht jetzt schon lange vorbei, ne? Nachdem ich gesehen habe, dass die ersten Waben schon noch so viel Futter haben. Und mir persönlich das schon gereicht. So, hier sieht man die Königin. Hier genau in der Mitte. Muss man immer gucken, ob man die Wabe einmal toll hält. Da muss ich gucken, dass ich rumgehe und gucke. Also da ist unsere Königin. Und auch noch ein bisschen verdeckelte Brut hier. Das ist auf jeden Fall alles in Ordnung. Ja, der Vollständigkeit halber gucken wir jetzt die letzten beiden auch noch einmal durch. Auch wenn jetzt nicht spannend ist, nichts mehr kommt. Hier sehen wir schön das Brutnest, das wir hier haben. Wir haben auch noch in der Mitte ein Brutnest. Kleines Brutnest hier vorne, hier in dem Bereich. Dann sozusagen hier Pollen eingelagert und oben Futterkranz. Auch nochmal locker 1,5 Kilo Futter. Was da ist, so 1,5 bis 2 Kilo. Ja, das war's. Machen wir wieder zu. Haben wir vorher auch schon wieder geschafft. Drauf. So, jetzt gehen wir noch mal ein Stückchen höher und dann schauen wir uns das nächste Volk an. So, da befindet sich hier die Wintertraube, das ist auch wieder die 2 Schiede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Waben. So, jetzt gucken wir nur einmal den Rand durch, also wenn die anderen alle in Ordnung sind, wird hier auch nichts Schlimmes sein. Ja, 2 Kilo. Das sind so 2 Kilo. Auch 2 Kilo. Ja, auch so 2,5 Kilo. Das sind so 1,5 bis 2 Kilo. Jetzt sind auch so Kilo, so, Deckel zu, fertig, reicht auch. So, dann schauen wir mal, dass wir die auch einmal gucken.
obwohl ich nicht genau weiß, ob ich den Winkel hinbekomme, dass wir da einmal in Ruhe arbeiten können. Und so. So, das wäre mein Mini Plus. Was ich habe von zu Hause eine Futterwabe mitgebracht noch, weil ich beim letzten Mal schon gesehen habe, dass eine komplett leer war. Entweder haben sie die sofort leer gemacht oder ich habe es verpeilt, die mit zu kontrollieren. Und mir ist es tatsächlich erst bei der Flüssig aufgefallen. Aber ist ja kein Problem, machen wir einen Witz. So, hier haben wir die Mini Plus. Jetzt noch hier oben und holen wir jetzt eh einmal raus. Also die ist komplett leer. Die kann man mitnehmen. Hier brauche ich bloß oben einmal gucken. Ich habe nämlich bloß die Futterwabe einmal. Ne, hier sieht man noch schön voll. Knipse sie mal direkt einmal alle durch. Fertig. Normalerweise verschwinden die Bienen jetzt allein schon bei der Durchsicht schon langsam nach unten. Ach, die ist nämlich fast leer. Da sieht man nur noch den verdeckelten Bereich. Die anderen Zellen sind alle leer. Die ist dafür brechend voll. So. Hier ist auch nur noch ein bisschen drin. Hier sieht man noch das offene Futter. Hier das Verdeckelte. So. Und hier, die ist auch noch halb voll. So, das war es auch schon mit der Mini Plus. Mehr gucke ich da gar nicht rein. Wie gesagt, ich habe jetzt eine Futterwabe mitgebracht, die ganz voll ist. Jetzt muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wie viel hier so reinpasst. Ich tippe mal so auf ein Kilo. Kilo passt da bestimmt rein. So grob geschätzt. Na, schieben wir wieder in die Mitte. Und fertig. Also hier mache ich auch nicht mehr. Ne, weiter reingucken brauche ich auch nicht. Das wird schon alles noch in Ordnung sein. So, Deckel zu und aus die Maus. Ja. So, dann können wir einmal rumgehen. Ziehe ich einmal meine Handschuhe für aus. Dann hole ich euch nämlich einmal raus. So. Können wir einmal gucken, was ich gleichzeitig noch mache, wenn wir immer hier sind. Ich gucke einmal, ob die Mäusegitter verstopft sind. Ich habe die meisten tatsächlich sogar so, dass die Öffnung nach oben ist, damit die toten Bienen nicht den Eingang verstopfen. Hier sieht man das zum Beispiel, hier ist das andersrum. Und wenn die toten Bienen dann nach vorne liegen, die kriegen sie momentan nicht rausgetragen, dann würden die den Eingang verstopfen. Also hier bei den anderen habe ich hier tatsächlich immer oben, damit die Bienen, wenn die tot auf dem Boden liegen, tatsächlich den Eingang nicht verstopfen, damit die anderen noch rauskommen. Naja, tatsächlich habe ich sogar bei der Mini Plus ein Mäusegitter. Na, jetzt ziehe ich gleich einmal die Handschuhe an, dann mache ich einmal die Gitter ab. Und dann gucke ich einmal, ob da tote Bienen vorliegen. Dann werden die direkt entfernt. Warum Mäusegitter? Na, ich bin tatsächlich gefragt worden, warum die Mäusegitter. Ich habe die Maschenweite 6, was hat die? 6,3 hat die, glaube ich. Na, müsste ich jetzt tatsächlich mal nachgucken. Also 8 mm ist ja eh der Abstand von meinen Fluglochkeilen. Und durch die Gitter werden die auf die 6 minimiert. Liegt daran, dass die kleine Spitzmaus sonst noch da reinkommen würde. Und die würde in dem Winter dann in dem Bienenkasten überwintern. Die Bienen greifen die nicht an. Die sitzen als Traube zusammen. Hier so in dem Bereich jetzt. Und die Bienentraube wandert halt den Winter über zu dem Futter. Und die Maus macht sich das einfach, die ist unten drin einmal dann, wenn sie drin ist.
nistet dann da ganz in Ruhe und läuft quasi um die Bienen rumrum, die als Wintertraube da sitzen und sich nicht verteidigen innen drin und fressen den Honig weg. Und das Problem ist dann, wenn die Wintertraube dem Futter hinterher wandert und die Maus ab hier erstmal alles weggefressen hat, dann haben die Bienen nichts mehr da zu essen und würden tatsächlich dann verhungern. Und das ist der Grund, warum die Mäusegitter dran sind. Ja, ich hoffe, es hat euch die kleine Durchsicht einmal kurz gefallen. Ich packe jetzt zusammen und dann geht's ab nach Hause. Und ich glaube, wir sehen uns erst wieder in der zur Winterbehandlung. Ein Futter habe ich ja jetzt genug. Also werde ich das nächste Mal reinschauen, wenn der erste Frost da war und die Bienen alle aus der Brut gegangen sind. Ja, also ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao.